Hallo, hier ist der Treiber. Mal wieder unterwegs. Mit der Liebe unterwegs. Eine kurze Probefahrt. Weil ich habe vorige Woche ganz gut Probleme gehabt mit der Diva. Ein Motorschaden hatte ich. Hat sich kurz verschluckt. Und dann kam das Öl überall raus. Zylinderkopf, Fuß. Ja. Da habe ich überlegt, was machst du jetzt? Ich habe echt schon überlegt, die war dann zu verschrotten, ob sich das all wieder lohnt, weil den Zylinderkopf und Fuß wollte ich nicht machen, weil der Motor hatte halt schon 100.000 runter. Ja, was machen? Da habe ich recherchiert und gemacht und getan. Dann habe ich wahrhaftig noch sehr günstig einen Motor gekriegt. 40.000 gelaufen, war echt sehr günstig, war ein kleines Risiko dabei, da lag schon ein paar Jahre im Schuppen der Motor, aber wie es aussieht, läuft der erst rein, besser wie der andere, kein Ventile klappern, gar nichts, er läuft richtig sauber. Auch schalten und so, was das ausmacht, die Kilometerleistung, die wenigen, merke ich sofort. Bis jetzt einen guten Eindruck ist. Ja, da habe ich jetzt die letzten 2-3 Tage rumgeschraubt und gemacht. Boah, da habe ich mir was angetan, das ist ja echt eine Schrauberei. Aber läuft wieder, Gott sei Dank. Was heißt verschrottet? Hätte ich sie nicht, ich hätte sie erstmal in der Ecke gestellt und dann überlegt, was ich mache. Boah, das läuft die schön ruhig. Und so läuft die Diva jetzt wieder. Die alte Dame. Ich gehe mal von aus, dass der Motor jetzt auch was länger hält. Ich habe vorhin den ersten Schock gekriegt. Ist total gut angesprungen. Macht den ersten Gang rein und die Zore. Klack aus. Hat die Kupplung verklebt gewesen. Stimmt durch die lange Standzeit. Ja, ich soll mal 5 Minuten laufen lassen und dann ging es auf einmal. Wäre auch kein Problem gewesen, weil in dem alten Motor ist ja die Kupplung noch nicht so alt. Aber der Motor, der war komplett mit Lichtmaschine, mit Anlasser und allem drum und dran. Wie viel der gekostet hat, verrate ich nicht. Auf jeden Fall günstig. Und meine Frau, die freut sich, dass sie wieder in Ordnung ist. Ich natürlich auch. Das ist ein Alkohol mit dem Schalten, total exakt. In Bräuchzimmer. Da bin ich jetzt 30, 40 Kilometer gefahren. Ist jetzt noch alles in Ordnung. Ich habe auch einen Rucksack voller Werkzeug mit, falls ich irgendwo stehen bleiben sollte. Irgendwas vergessen haben sollte, aber ich habe alles nochmal kontrolliert, 10-mal alles festgezogen. Hat alles gut geklappt. Jetzt habe ich ein wenig Rücken, aber nur ein bisschen. Das Schrauberei. Voll genial, dass die jetzt wieder läuft. Richtig gut.
herrlich, das Wetter. So, jetzt kommen wir in den Hakenrad rein. Dann fahren wir los wieder über Sand nach Hause. Ich kann mir morgen nochmal wieder eine kleine Runde fahren mit meiner Frau. Mal gespannt, ob die Unterschied merkt. Standgas muss nur einstellen, ein bisschen niedrig. Oh, wie ruhig die läuft. Kein Rappeln, kein Klappern. Die haben Rot. Mal fahren. Ich bin da ganz vorsichtig. Jetzt gerade muss man erstmal ein bisschen Gas geben. Der Motor war gedrosselt. Ich weiß nicht, auf wie viel PS. Ich glaube 48. Ist natürlich wieder offen. Wird die nächsten Jahre, schätze ich mal, weiter Diva gefahren, wenn nichts Gravierendes kommt. Ich kann mich irgendwie von diesem alten Teil nicht trennen. Natürlich, die DDM habe ich auch noch. Die wartet noch immer auf neue Reifen, aber die Diva hatte da Vorrang. Und die braucht schön wenig Benzin. Bin gespannt, ob der Motor genauso sparsam ist wie der andere. Also wenn ich ganz normal gefahren bin, dann waren nur 4,5 bis 4,7 Liter Maximum weg. Und das ist ein schöner Verbrauch und das für ein Vergasermotorrad. Kleine Info mit der Diva. Der Sommer kommt bald, weil das ist ja schon so gut wie da. Das sind ja die optimalen Temperaturen. Hier heute haben wir 15, 16 Grad. Dann sage ich mal, bis dann, euer Driver. Ciao, ciao. Oh, das ist mal laut.